Das neue Schuljahr startet bald und zwar am 5. September im Osten Österreichs, also in Wien, Niederösterreich und Burgenland, im Rest des Landes dann eine Woche später und zwar direkt mit guten Nachrichten. Denn nach aktuellem Stand, nach aktuellem Pandemiegeschehen wird es keine Test- und auch keine Maskenpflicht in Österreichs Schulen geben. Die finale Entscheidung, der Stichtag, der ist dann der Montag, da wird Bildungsminister Martin Polaschek dann das offizielle Ergebnis verkünden. Allerdings ist davon auszugehen, dass es genauso kommen wird, denn das übergeordnete Ziel der Bundesregierung ist zurzeit, dass auf jeden Fall keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, insofern es nicht dringend notwendig ist. Generell, auch wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, ist das eine ziemlich gute Nachricht, denn letztes Jahr, da war ja noch die Delta-Variante vorherrschend und da gab es noch sehr, sehr strenge Regelungen, zum Beispiel 3 Tests pro Woche und eine generelle Maskenpflicht. Von dem sind wir also zurzeit ganz weit entfernt und das hängt damit zusammen, dass wir uns im Variantenmanagementplan im 2. Szenario befinden. Insgesamt gibt es 4 Szenarien. Das 1. Szenario, das beschreibt einen sehr günstigen Fall, von dem sind wir leider weit entfernt, denn das würde in Österreich ohne aktuellen Pandemiegeschehen beschreiben. Das 2. Szenario ist ebenso ein positives, der günstige Fall, in dem befinden wir uns jetzt gerade. Das sieht also vor, dass es weder Tests noch Maskenpflicht in Österreichs Schulen gibt. Das 3. Szenario, der ungünstige Fall, der wäre dann schon wieder ein bisschen schwieriger, in dem waren wir im letzten Jahr. Denn der ungünstige Fall, der beschreibt nämlich, dass es in Österreichs Schulen eine Maskenpflicht gibt und ein PCR-Test pro Woche gemacht werden muss. Der 4. Fall, Szenario 4, in dem haben wir letztes Jahr schon gekratzt, der sehr ungünstige Fall, der beschreibt sehr hohe Hospitalisierungs- und auch Intensivzahlen und da wird es keine mehrtägigen Schulausflüge geben, zum Beispiel die Skiausflüge, die ja auch im vergangenen Winter gestrichen wurden. Von dem sind wir allerdings weit weg, das Pandemiegeschenk, das gibt sehr viel her. Auf jeden Fall gute Nachrichten, also zusammenfassend für alle Schüler und Schülerinnen in Österreich, wenn das Schuljahr startet, eben am 5.9. im Osten Österreichs, eine Woche später im Rest des Landes, müssen weder Masken getragen werden, noch Corona-Tests gemacht werden.